Quizfrage. Was haben eine Stepptänzerin, ein Stepptänzer und eine Marionette gemeinsam? Du weißt es sicher schon, die sind alle vom Knie ab willenlos. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe als Kind die Augsburger Puppenkiste geliebt und ich habe mit meiner Schwester das Urmeli gespielt. Und es hat mir so viel geholfen jetzt für meinen Stepptanz. Deswegen möchte ich dich ermutigen, imitiere eine Marionette und wir machen das heute zusammen, denn damit wird deine Technik einfach tausendmal besser. Selbst wenn man schon länger steppt, wird man ein bisschen faul mit der Zeit und denkt nicht mehr dran. Und dann wird der Sound nicht so richtig gut und die Übergänge nicht so richtig schön und du hast einfach eine viel, viel bessere Technik, wenn du das immer im Kopf behältst. Also lass uns ein paar deiner Grundschritte anschauen und genau mit dieser Marionette im Hinterkopf dran arbeiten. Wenn dir mein Video gefällt, dann drück doch bitte Like und abonniere unseren Kanal. Das würde uns wahnsinnig freuen. Also Elsa hat mein Newsletter schon abonniert und wenn du das auch möchtest, dann klick doch auf den Link unten in der Beschreibung und dort bekommst du ein kostenloses PDF mit Songs, die sich super zum Steppen üben eignen, nach Beats per Minute sortiert. Und Elsa übt dazu schon fleißig. Wenn du zu Hause einen Spiegel hast, dann stell dich doch mal vor den Spiegel seitwärts und stell dir vor, du hast einen Faden am Knie befestigt. Mit dem Faden kannst du dein Knie hoch und runter ziehen und alles unter dem Knie ist willenlos. Du kannst nur das Knie bewegen, alles drunter nicht. Also du kannst dein Fußgelenk nicht bewegen und dein Kniegelenk auch nicht. Du kannst nur das machen. Alles andere reagiert. Und wenn du jetzt vor deinem Spiegel stehst, dann schaust du, dass dein Fuß das andere Bein im Spiegel nicht berührt. Also es ist immer, hat immer Abstand und zwar vor deinem Körper. Wir schauen uns als erstes mal deine Flaps an. Nimm dein Knie hoch, lass deinen Fuß fallen und in dem Moment, wo der Fuß den Boden berührt, geht das andere Knie nach oben. Üb das mal richtig langsam und richtig deutlich vorm Spiegel und beobachte dich, was du tust. Vielleicht machst du das. Vielleicht versuchst du im Fußgelenk zu arbeiten, lass alles los unterm Knie und lass das Knie fallen. Du stellst dir vor, du hast deinen Fuß oben und jemand schneidet den Faden durch und dein Fuß fällt einfach nach unten. Darf natürlich nochmal springen. Genau, jetzt nimmst du dir eine Musik, die dir Spaß macht und lässt wirklich deinen Fuß fallen. Wenn du das schaffst, dann wirst du einfach einen viel präziseren Sound bekommen und deine Töne werden einfach mehr Swing. Also es lohnt sich, mach das. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen blöd an, so ein bisschen wie der Storch im Salat, aber zieh es durch. Ich mache erstmal noch ein paar mit dir und dann machst du es alleine. Unser nächster Schritt, den wir damit mit der Marionettenidee uns anschauen, ist der Shuffle natürlich. Wir machen da genau das Gleiche. Der Fuß fällt runter und danach geht er wieder nach oben. Selbst wenn ich den Fuß an der Seite mache, passiert genau dieselbe Idee. Mein Knie zieht nach oben, statt dass es aus dem Knie raus arbeitet. Mach das mal auf der anderen Seite.
oder nach vorne. Und lass dir wirklich Zeit. Schrubb nicht ganz viele Shuffles hintereinander weg. Natürlich, wenn es klappt, sehr, sehr gerne. Aber erstmal versuch dir wirklich vorzustellen, dass dein Knie mit einem Faden wieder nach oben gezogen wird. Genau, lass uns ein bisschen zusammen shuffeln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Wenn du soweit bist, schauen wir uns unter demselben Aspekt unsere Pickups an. Wir machen einen Stomp und ein Pickup. Du machst einen Stomp, lässt ein bisschen Luft unter den Fuß und schlägst den Boden. Und dann kommt dein Knie wieder nach oben. Stomp, Pickup. Stomp, Pickup. Stomp, Pickup. Nochmal. Auf der anderen Seite auch. Achtung. Das übst du auch ganz entspannt. Schau, dass dein Fußgelenk nicht aktiv arbeitet, sondern du lässt nur ein bisschen Luft unter den Fuß. Wenn du dazu ein bisschen Input brauchst, dann schau dir mein Video zum Rückwärtslaufen an. Gut, wir machen ein paar zusammen. Wir machen Stomp, Pick up, Step, 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 Stomp, Pick up, Step. Du nimmst dir auch wieder eine Musik dazu oder stellst dich auf jeden Fall vor den Spiegel, um dich zu kontrollieren, ob du vielleicht sowas fabrizierst. Sei streng mit dir und beobachte, was du machst. So, dann nehmen wir uns als nächstes den Slurp vor und betrachten den genau unter diesem Aspekt. Unser Knie geht nach oben und dann lasse ich meinen Fuß nach unten fallen, mein ganzes Bein ab dem Knie natürlich, und mein Slurp darf auf dem Boden perlen. Das Schöne ist, dass die Töne des Slurps wirklich schön perlen, wenn du das so machst. Wenn du das von hinten nimmst und mit zu viel Druck arbeitest, dann werden die zu nah aneinander und es hört sich so schruppig an. Also lass perlen. Die andere Seite auch. Denk an dein Knie und denk an deinen Faden. Und lass die Töne nach unten fallen. So, und das machst du auch wieder einfach durch den Raum. Hast Spaß dabei, ziehst deine Marionettenfäden nach oben. Sehr gut. Und wenn du jetzt übst oder im Training bist, dann versuch dir immer mal wieder diese Marionettenidee im Hinterkopf zu behalten, weil ich verspreche dir, dann werden deine Sounds so viel besser und du hast eine bessere Kontrolle und kannst mehr auf Geschwindigkeit arbeiten, weil deine Übergänge viel leichter werden. Also deine Technik wird einfach besser. Deswegen imitiere öfter mal das Urmeli und die Augsburger Puppenkiste. Oder wenn du das nicht kennst, dann stell dir einfach eine Marionette vor, die kennst du, und spiel damit rum. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, ich verspreche es dir.